Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles und wir sind immer noch hier im Dungeon. Ich bin jetzt nochmal ein bisschen rumgelaufen und bin jetzt hierher gekommen und hier waren wir meines Wissens auch noch nicht. Beziehungsweise, vielleicht sind wir von der anderen Richtung gekommen. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich habe echt keinen Plan mehr. Ich habe schon wieder so eine Orientierungslosigkeit. Ich glaube, hier waren wir doch schon. Aber, wie gesagt, meine Orientierung ist gleich null. Bei sowas ist es ganz schlimm. Sehr gut. Also werden wir jetzt hier einfach uns nochmal ein bisschen durchsuchen müssen. Es wird nichts helfen. Der hat hier wieder Wurfäxte. Oh, was hat der hier? Obsidian-Axt. Und noch ein Kolben. Ja gut, zwei reichen jetzt eigentlich. Drei haben wir jetzt ja insgesamt. Passt. So, ich glaube nämlich, dass wir fast... wir sind jetzt von hier gekommen. Ich bin da oben mal lang gelaufen und hier rüber gesprungen. Die da oben sind schon wieder nachgespawnt. Guck mal. Und das letzte Mal sind wir von da gekommen, meine ich, ne? Ja. Wenn das das ist, es sieht halt auch alles wieder so gleich aus. In the name of Seth, identify yourself. Na dran, gehen wir da weg. So, Wurfechsen haben wir auch noch nicht rumgearbeitet, ne? Doch, wir waren hier schon. Mein Gott, habe ich eine Orientierung, ey. Ich bin so ein richtiger Orientierungsklaus. Ohne Witz. In so Spielen. Ganz schlimm. Gut, wobei ich sagen muss, ich habe das auch im Real Life. Also, wenn ich mal irgendwo eine Weile bin, dann finde ich mich zurecht, aber, du könntest mich in jeder Stadt irgendwo hinstellen und dann hätte ich keinen Plan, wo ich eigentlich bin. Das ist ganz schlimm bei mir. So orientierungsmäßig bin ich echt ein Noob. So, Freunde. Ich bin nochmal hier. Wir hatten ja schon alle das Vergnügen. Ja, jetzt treffen wir ihn nicht, ist klar. Idiot. Der hat Obsidian. Das will ich mitnehmen. Gut, vorhin sind wir ja dann hier raus. Also es muss ja irgendwo müssen wir den Boss kriegen. Und ich meine, der wäre tatsächlich... Warte, war es jemand denn? Ja, hier. Hier, wo wir vorhin waren. Da muss der Boss sein. Wir sind vorhin hier lang, genau. Richtig. Es muss ja hier irgendwo sein, gibt's ja nicht. Warte mal, lassen wir... Lass nochmal links, aber links hatten wir ja abgecheckt das letzte Mal, ne? Da war ja nichts. Wobei, doch, vielleicht. Lass mal. Boah, ich habe jetzt echt Schiss, dass ich mich jetzt hier... Hier unten waren wir nicht. Nee. Und ich glaube, hier müssen wir halt auch gar nicht hin. Wenn ich ehrlich bin. Dann wenigstens können wir hier wieder hochklettern. Weil ich meine nämlich im Kopf gehabt zu haben, in Dungeons kann man nicht klettern. Aber hier geht's. Gut. Und ihr denn jetzt wieder her? Und da drin, ne? Der hat wieder
Nashorntränke dabei. Dann nehmen wir die mit. Atemtrank. Die können wir dann gebrauchen für... Nee, Leute, wir müssen darüber. Also ich gehe davon aus, da vorne ist auch irgendwie der Boss. Ich habe den bloß wieder vergessen zu triggern irgendwie. Oh, Freunde. Warum spawnt denn ihr alle so schnell wieder nach? Was heißt so schnell? So schnell ist eigentlich auch übertrieben, ne? Gut, also dann nehmen wir wieder den Weg. Dann müssen wir wieder darüber. Und da muss es ja dann irgendwo sein. Also das gibt's ja nicht. Hier drin, ne? Gut. Wie lang hebt denn eigentlich unser Kolben noch? Hat er gerade noch ein bisschen. Wobei, Bertram, komm mal her. Wie sieht's denn bei dir so aus mit dem? Ah, hast du fast wieder repariert hier, das Ding. Finde ich gut. Finde ich gut. Ah, guck mal. Da sitzt jetzt einer. Den hatten wir vorhin nicht. War das vorhin vielleicht doch ein Bug? Der war nämlich vorhin nicht da. Ist der noch? Ihn hier. Ja, dann könnte das natürlich... Ja, jetzt müssen wir das hier zwar nochmal machen. Der war vorher nicht da, kein Wunder. Wenn das natürlich manchmal hakt, dann ist es halt echt doof, ne? Der saß vorher nicht da, der Boy. Immer auf Bertram. Was habt ihr eigentlich gegen Bertram? Der Bub saß vorhin nicht da. Ich sag vorhin, ne? Für euch war das natürlich gestern in der Folge. Das ist dann halt manchmal dubios, ne? Wenn du dann halt sowas hast, so ein Bug in so einem Dungeon, da könntest du schier durchdrehen, weil du halt nicht weißt, was jetzt Phase ist. Du warst dann hier und denkst dir, ja, ich hab doch alles gemacht, aber... Der sitzt doch gar nicht auf seinem Thron hier, der backt da ein bisschen rum, der Bub. Jetzt aber. Zerstören, was im Herzen des Vulkans lauert. Aha. So, und da haben wir nämlich das jetzt, was wir brauchen. Alles klar, Leute. Der war vorhin halt nicht da. Das haben wir gelernt. Das, zur Sicherheit nochmal. Hier ist Austernfleisch drin. Hier brauchen wir nichts. Nö, nichts von Interesse. Na also. Dann haben wir ihn doch. Das ist das Teil, was wir jetzt noch brauchen. Dieses, der glänzende Trapezoider.
Er wurde in seiner merkwürdigen Schatulle von den krinoiden Wesen aus Antarktika aufbewahrt, wo ihn die Schlangenmenschen Valusias schließlich fanden, der leuchtende Trazobe. Okay. Über dieses Artefakt wird von den dunklen Kulten des hyperbarischen Zeitalters nur in Flüsterton gesprochen. Okay. Mit Hilfe ihrer uralten Magie schufen sie einen Stab und beseelten diesen mittels des Trapezoeders oder Zoeders mit einer Präsenz, die schließlich den Untergang der Riesenkönige herbeiführten. Wenn sie schon sterben mussten, wollen sie möglichst viele dieser verfluchten Kinder der Menschheit in den Tod reißen. Dies ist eines der Artefakte, die für die Herstellung des Schlüsselsteins benötigt werden, mit dessen Hilfe das Sklavenarmband entfernt werden kann. Okay, Leute, also jetzt sollten wir aber alle Teile haben, ne? Soweit ich weiß. Jetzt ist bloß die Frage, kommt man jetzt hier aus dem Dungeon auch schneller raus? Oder muss man hier tatsächlich wieder zurücklaufen, wie wir es vorhin gemacht haben? Ich könnte mir vorstellen, wir müssen hier wieder zurück und müssen dann da oben... Oh. Wir müssen dann da oben zurück. Da war der nicht da. Wie gut, dass ich nochmal im Kreis gelaufen bin, ey. So, okay. Bertram, bist du da? Jo, bist du. Gott. Tja, dann lass uns mal hier verschwinden. Das ist auch ein cooler Dungeon. Ne, das muss man sagen. Ist schon auch cool. Aber dann ist das halt manchmal buggy. Jetzt weiß ich halt bloß nicht, ist das nur auf der Konsole so oder ist das auch am Rechner so? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch so Probleme habt. Manchmal. Mit so ein paar Bugs. Aufpassen. So, und in dem Fall, denke ich, müssten wir jetzt wieder zurücklaufen, ne? Beziehungsweise das, was wir haben wollten, haben wir ja, ne? Wir waren ja auf der Suche nach dem letzten Artefakt. Das war ja so der Hauptgrund für diesen Dungeon. Aber cool gemacht. So. Ja, und hier kommen wir jetzt dann wieder zurück hoch. Deswegen wird es wahrscheinlich diesen Rundgang in dem Dungeon hier auch geben. Könnte ich mir vorstellen. Hallo? Was ist denn los mit euch? Identify yourself. Du bist überlastet. Gib mir mal den Mist her hier. So, Abfahrt. So, und wenn wir jetzt hier durchlaufen, müssten wir wieder zurückkommen. Ist das richtig, was ich erzähle? Ja. Hau bis mal hier. Geht schon wieder. Schon wieder weiter. Okay. Alles klar, Leute. So. Dann lasst uns mal hier verschwinden. Ich würde sagen, ich guck mal auf die Uhr. Ja. Ich mach so wie immer. Ich mach für euch einen kurzen Schnitt. Dann treffen wir uns zu Hause. Dann laden wir mal aus und gucken, was wir da so alles gefunden haben. Und dann, ja, bringen wir die Folge ein bisschen gemütlicher zum Abschluss, ne? Also, kurzer Cut, gleich wieder da. So, Leute, wir sind wieder zu Hause mit Bertram und Johnny. Puh, erstmal ankommen. So, Bertram, du bleibst mal hier stehen, bitte. Genau. Zack. Alles klaro. So. Lasst erstmal ausräumen. Beziehungsweise, oh, wir haben hier so viele Waffen und Kram. Aber ich habe da auch viel zur Deko mitgenommen. Sehr schön. So. Ach, zu Hause ist halt am schönsten, ne? Das kannst du mal ablegen. Das brauchen wir jetzt nicht zwingend. Das kannst du mal hier rüberlegen. Das und das. Und,
Wie? Nee, das behältst du mal. Das legst du mal weg. Das legst du mal weg. Das legst du mal weg. So. Ha, erstmal ankommen. Erstmal ankommen. So, das legen wir hier rüber. Jetzt würde ich gerne mal hochgehen kurz ins Schlafzimmer. Und will da mal ganz kurz gucken, was wir denn jetzt alles für Teile haben. Und die Rüstung müssen wir reparieren. Unsere Rüstung müssen wir reparieren, bevor wir wieder aufbrechen. Denn, Leute, ich zeige euch mal, was jetzt dann noch anliegt. Ich habe noch den Tipp bekommen, hier oben bei Kleels Festung, die hatten wir schon entdeckt, ne? Aber da gibt es anscheinend auch noch einen Dungeon. Den gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Und dann hier drüben diese Unterwasserstadt, wo ihr alle voll schwärmt und sagt, das ist voll cool. Die finden wir ja hier irgendwo, ne? Der muss ja hier, glaube ich, so hier außenrum. Palast der Hexenkönigin, irgendwie direkt hinter dem Palast der Hexenkönigin muss das sein. Ich habe da schon mal ein bisschen recherchiert, es muss ein Boot sein, was man anklicken muss. Und dann wird man in die, Unterwasserstadt teleportiert quasi. Und die gucken wir uns natürlich auch noch an. Klarer Fall. So, hallo Lady. Wie geht's? Alles gut? Bisschen stumm. Naja, gut. Also, jetzt haben wir hier die Geschichte noch. Und somit müssten wir eigentlich alle Teile haben. Wir haben diese Maske der Hexenkönigin. Wir haben diese Träne. Wir haben den Stern des Meisters. Wir haben die Geschichte. Wir haben die Geschichte und die Teile. Das müssten aber drei sein, oder? Ich glaube, hier brauchen wir noch eins. Da haben wir den Geiselstein-Fragment. Hier haben wir ein Fragment. Ich glaube, wir brauchen drei. Die müssen wir dann noch zusammensetzen. Und wenn wir das dann haben, dann können wir das Armband entfernen. Ja, so ist mal der Plan. So, passt auf. Was will ich denn jetzt? Ich will jetzt erstmal noch ausräumen. Gut, dann werden wir zum Abschluss der Folge, werden wir nochmal nach den Tierchen gucken. Wir haben ja noch drei Tiere oben, wo wir ja die Wölfe geparkt haben beim letzten Mal. Ja, da haben wir noch die Tierchen in den Pferch. So. Wir haben die ganzen Obsidian-Waffen. Ja, pass mal. Ja, doch, nehmen wir. Mach das mal so. So. Obsidian kommt ein Verbund aus Obsidian und Stahl. Müssen wir mal gucken, wie wir das herstellen, weil das werden wir wahrscheinlich brauchen. Die Atemtränke, die lasse ich gleich mal drin. So, hier packen wir mal die Rüstung rein, beziehungsweise die Sachen, das kriegt auf jeden Fall auch einer an. Goodie. Dann haben wir hier einen Haufen Dekorationskram. Das packen wir mal hier rüber. Die ganzen Kerzen, das, der Schiefernrücken, das hier rüber. Der Rest sind fast nur ausschließlich Waffen. Guck mal. Hier, da ist noch eine Kerze. So. Haben wir denn hier überhaupt noch Platz? Das rüber, das rüber. Okay. Kein Platz mehr. Schon wieder alles voll. Das ist unglaublich, was wir mittlerweile Zeug haben. Öl packen wir mal hier rüber. Nein, ne, obwohl, das packen wir mal hier rüber. In den Gusstisch. Da brauchen wir ja auch mehr Öl. So, die Obsidian-Schilder, die möchte ich gerne aufhängen. Jetzt gucken wir aber erst nochmal nach der Rüstung. Da dran, was hast denn du eigentlich noch einstecken? Na, du hast den Hammer noch. Du hast das Obsidian noch. Wie sieht's mit deinem Kolben hier aus? Na, der ist fast wieder hochgeheilt. Sehr gut. So, wie viel Obsidian haben wir denn insgesamt jetzt hier? 460. Also, da können wir gut was mit anstellen, würde ich sagen. So, zeig mal, oh ja, unsere Rüstung muss definitiv, nee, falsch.
definitiv müssen wir die mal reparieren lassen. So. Alles mal hier rüber. Zack. Sehr schön. Gut, ach ja, und diesen Kali-Stahl, den wollte ich dir nochmal besorgen, um die Rüstung hier fertig zu machen. Da muss ich auch dran denken, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen. So, Rüstung wieder on point. Sehr schön. Okay, Leute, dann lasst uns nochmal oben nach den Tierchen gucken. Das interessiert mich jetzt, wie weit die sind. Ah, unsere Wölfe. Na, Jungs, alles gut? Ja, die werden noch nicht durchgelaufen sein. Nee, denke ich. Doch ein bisschen zu kurz. Ja, aber es geht vorwärts, ne? Der Elefant, Tiger und Löwe noch ein Wolf. Es wäre voll cool, wenn wir wenigstens mal ein mächtiges Tier kriegen würden. Ich habe auch extra drauf geachtet, aber anscheinend ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die hochsetzen kann oder so. Aber sehr schön. So, was haben wir denn jetzt noch alles einstecken? Pass mal auf, das könnten wir vielleicht noch zusammen machen. Hier mal, haben wir noch so einen Haken, um die Schilder aufzuhängen? Hier brauchen wir den Schiefernrücken für. Seht ihr? Schlüpfling-Dekoration, genau. 1, 2, 3, 4 mache ich da mal. Können das mal vor sich hinbauen. So, haben wir hier noch irgendwas, was da rein muss? Nee. Hier haben wir Elfenbein noch. Sehr schön. Unsere Köche. Auch schwer am Arbeiten. Man sieht's. Das kann rüber. Gewürzte Teilchen. Pikantes in Krokodilhaut gewickeltes Fleisch. Ja, das lassen wir doch hier. Das ist doch fein. Mmh. Arg lecker. So, aber ich würde sagen, die Atemtränke packen wir doch nochmal hier rein. Noch sind wir ja nicht auf dem Weg darüber. So, aber die Frage ist jetzt, wo hängen wir denn hier unsere schicken Schilder auf? Hier könnten wir doch zum Beispiel eins aufhängen. Ja. Yeah. Mega gut. Und was ist, wenn wir da draußen? Am Tor ist vielleicht ein bisschen doof. Könnte man hier noch hier vielleicht ein bisschen Dekoration? Da hängt die Geschichte. Warte mal. Das Schild hin. Jetzt gucken wir, da oben haben wir ja noch eins. Da haben wir so viel Kram hier. Guck mal. Skorpionschutz, das könnten wir noch nehmen. Weil das ist das Schild, was wir auf jeden Fall behalten mit 5600. Ja, lass doch da unten das Schild noch hinhängen. Hoppla. Dekorativ und wir wissen wenigstens, wo wir unseren Kram hinpacken sollen. So, guck. Sehr geil. So, dann isst du mal noch was. Sehr schön. So, unterhalten sind wir auch. Ah, die lauscht immer noch gespannt, Johnnys Bartus Abenteuer, die er erlebt hat. Er hat ja auch viel zu erzählen, ne? Er hat ja auch viel zu erzählen. Okay, Leute, also dann würde ich fast sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Das mal noch rüber. Da, ich muss hier aufräumen. Das hat alles keinen Taug. Wir haben hier so viel Kram, den wir nicht nutzen und nicht brauchen. Da muss ich mal ein paar Sachen wegpfeffern und ja, machen wir auch so.
Also Leute, es geht weiter mit der nächsten Folge. Da gucken wir mal. Also Plan ist es, dass wir dann eventuell als erstes den hier hinten mal machen, diesen Klaels Festung. Und dann gehen wir natürlich noch hier rüber in zu der Geschichte, die Unterwasserstadt. Und vorher würde ich gerne vielleicht nochmal hier oben, da oben steht ja auch noch die Geschichte aus, hier der Tempel des Frosts, ne? Den würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal gerne angucken. Also das werden wir jetzt zeitnah angehen. Und dann werden wir mal nach hier unten gehen, weil hier müssen wir dann diesen Stein zusammensetzen. Ich glaube, hier ist das. Da müssen wir aber vorher nochmal gucken, wo wir den dritten Teil, ich glaube, es sind drei Teile, wo wir den dritten Teil herkriegen. Den besorgen wir dann natürlich noch. Dann geht's hier runter, dann setzen wir das mal zusammen. Und Leute, so leid es mir tut, aber dann, langsam aber sicher, werden wir wohl auch ja aufs Ende zugehen von Conan Exiles. Ich meine, wir bewegen uns auf 100 Folgen. Ist schon eine Hausnummer, muss ich echt sagen. Aber 100 Folgen, die enorm viel Spaß machen. Wir gucken mal. Also ich will mich jetzt auch gegen Ende nicht stressen lassen, sondern wir machen das jetzt ganz gemütlich. Ne? Wir gehen die Dungeons noch durch. Aber irgendwann müssen wir dann auch mal zu einem Ende kommen. Und ich kann euch schon so viel versprechen. Ich bin jetzt schon am Ideen sammeln für Siebter. Gerade was Bauen angeht und so weiter, bin ich gerade mächtig dabei, mir Ideen zu holen, was wir da so machen könnten. Und ja, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Conan Exiles morgen hier, 17 Uhr, wie immer. Denkt an den Daumen, denkt an Kommentare. Vielen Dank für den Support und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.